Ja, was ist überhaupt ein Schleimbeutel? Das klingt ja zunächst mal so ein bisschen unangenehm, ist es aber überhaupt nicht. Das ist im Gegenteil eine ganz sinnvolle Einrichtung unseres Körpers. Schleimbeutel sind nämlich zwei sehr leicht gegeneinander verschiebliche Gewebeschichten mit ein bisschen Flüssigkeit dazwischen. Und die sind überall dort im Körper vorhanden, wo Muskulatur oder Haut, also ganz im Allgemeinen Weichteile, über Knochenvorsprünge oder Gelenke gleiten. Hätten wir nämlich an der Stelle keinen Schleimbeutel, dann würde eine enorme Reibung entstehen und das würde zu einem Schaden dieser Gewebe führen. Schleimbeutel können in der Tiefe liegen, dann sehen wir die überhaupt nicht, zum Beispiel unter der Muskulatur des Hüftgelenks oder auch unter der Achillessehne. Oft liegen sie aber auch direkt unter der Haut. Zwei davon sind besonders bekannt. Das ist zum einen der Schleimbeutel unter der Haut des Ellenbogengelenks und der Schleimbeutel unter der Haut des Kniegelenks. Warum sind die beiden so bekannt? Naja, weil die häufig Ärger machen. Wenn ihr euch zum Beispiel den Ellenbogen an der Türkante angeschlagen habt oder länger mit aufgestützten Ellenbogen an einem Tisch gesessen habt oder wenn ihr lange auf den Knien gearbeitet habt, dann kann der sich unter der Haut liegende Schleimbeutel durch diese Druckbelastung entzünden. Er ist dann gereizt, füllt sich ein bisschen mit Flüssigkeit, das tut weh und dann haben wir ein Problem. Müsst ihr dann direkt zum Arzt gehen? Nein, natürlich nicht. Das ist einfach eine Überbelastung dieses Schleimbeutels und wenn ihr da jetzt ein bisschen Ruhe reinbringt, also den Arm oder das Bein für einige Zeit schont und der Sache Ruhe gibt, dann klingt das in aller Regel folgenlos wieder ab. Das kann einige Tage dauern, manchmal sogar einige Wochen. Da ist also ein bisschen Geduld gefragt. Was könnt ihr machen? So ein bisschen Kühlung tut in der Regel ganz gut, also Quarkwickel oder Umschläge mit Retterspitz. Eis würde ich nicht empfehlen, das stört immer die Durchblutung der Haut und das ist eher ungünstig. Etwas anderes ist es übrigens, wenn ihr euch im Bereich dieser Schleimbeutel, also am Ellenbogen, im Kniegelenk, eine offene Wunde zugezogen habt, also nicht nur so eine oberflächliche Schürfwunde, sondern eine richtig tiefer gehende Wunde, dann kann es nämlich sein, dass der unter der Haut liegende Schleimbeutel eröffnet ist und dann können Bakterien von der Haut aus der Umgebung in diesen Schleimbeutel eindringen. Das kann zu einer bakteriellen Entzündung führen. Und das ist schon eine andere Nummer, also da solltet ihr schon mal zu einem Arzt gehen und das abklären lassen. Also, wenn ihr solch eine Schleimbeutelentzündung habt, die ich eben beschrieben habe, dann müsst ihr nicht gleich zum Arzt gehen, sondern ihr bringt einfach ein bisschen Ruhe rein, schont das Gelenk, den Ellenbogen, das Kniegelenk und wartet einfach mal ab, kühlt ein bisschen, aber nicht mit Eis und dann sollte das in aller Regel wieder zur Ruhe kommen. Wenn nicht, das heißt, ja, so über einen Zeitraum von 4, 6 Wochen hinaus das Ganze zur Ruhe kommt, dann stellt ihr euch beim Arzt vor. Also, gute Besserung.